Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier zu Reinis Zeitgedanken an diesem Freitag, dem 18. Oktober 2024. Für viele ist es der letzte Arbeitstag und die Freude auf das Wochenende liegt in den Herzen. Wir sehen im Hintergrund ein Bild, das uns nicht gerade aufmuntert. Wir sehen, dass das aber auch Realität ist in unserer heutigen Zeit und es werden immer mehr werden, die so wie der eine Obdachlose hier seinen Schlaf noch am hellerlichten Tage holt, während die anderen ihrer Beschäftigung nachgehen, dass diese Menschen immer mehr werden, denn die Gesellschaft fährt jetzt die Wirtschaft an die Wand und man will ja den Menschen durch Technik ersetzen und deshalb muss der Mensch ja irgendwo dann reduziert werden. Eine ganz verrückte Zeit, in der wir zu Hause sind, aber das ist ja jetzt nur eigentlich so auf das Ende hin gesehen, was herauskommt, wenn man jahrzehntelang schon eine Gesellschaft gepusht hat, die nur die Starken hervorgekehrt hat und die die Starken gewinnen lassen hat. Und jetzt ist es ganz deutlich, jetzt will man den Mittelstand wegnehmen, jetzt will man natürlich den Menschen alles nehmen, was er hat. Man will ihn in Abhängigkeit bringen und zwar in eine totale Abhängigkeit, dass er überhaupt nicht mehr sich selber versorgen und selber leben kann. Was hat Gott eigentlich dazu gesagt? Zum Menschen allgemein, wie war sein Weg? Das alles spielt heute in den beiden Texten eine Rolle. Losung und Lehrtext, schauen wir doch mal hinein. Da heißt es im Alten Testament beim Propheten Jesaja, er war der allerverachtetste und unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Das ist eigentlich eine Ankündigung aus dem Gottesknechtslied und diese Ankündigung beziehen wir Christen ja auf Jesus. Hier aus dem 53. Kapitel des Propheten Jesaja wird schon angezeigt, dass Gott einen Weg in dieser Welt zeigen wird, der nicht auf der Siegerstraße zu finden ist. Er wird einen anderen Weg gehen und wir wissen es ja, er ist einen Weg gegangen, nämlich dem Versuch gestartet, Gerechtigkeit zu leben und dieser Versuch ist ihm ja gelungen, aber die Menschen haben das natürlich nicht gewollt. Sie wollten nicht den Hinweis auf das Schwache, auf das Verachtetste haben, sondern sie wollten bei ihrer Meinung bleiben, dass das Starke, das, was es im Leben immer zu bejubeln gibt, dass das dominiert im Leben und deshalb ist Jesus hier mit seiner Anfrage in die Anfechtung gekommen und wir wissen, wie dieses geendet hat. Und das kommt jetzt im Neuen Testament ganz stark zum Ausdruck. Da heißt es nämlich bei Lukas, der Menschensohn wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Am Anfang kann man sagen, die Bankrotterklärung. Ja, er hat den schlimmsten Weg zu gehen aller Zeiten. Er wird von der Menschheit verachtet, er wird angespuckt, ausgepeitscht. Er hat alles zu ertragen und das ist ein Zeichen dafür, wie wir Menschen mit dem Leben allgemein umgehen. Wir verachten das Schwache, wir drängen es an die Seite, wir haben viel zu wenig Mittel für die Schwachen im Einsatz. Wir sehen, dass diese Gesellschaft wirklich eine Gesellschaft ist, in der der Starke gewinnt. Und am Ende kommt aber hier die ganz große Hoffnung, er wird auferstehen. Er wird das alles durchschreiten, er wird das besiegen, er wird dem ein Ende bereiten. Er ist stärker als unsere falsche Behandlung von Menschen. Er ist stärker als die Klassifizierung in Arm und Reich. Er ist gekommen, um dem ein Ende zu setzen. Ja, und bis heute spüren wir aber, dass das Ende noch nicht da ist, sondern dass der Mensch es auf die Spitze treibt, dass er heute die Gesellschaft so bauen möchte, dass er sogar den, der gesiegt hat über diese Ungerechtigkeit, der den Tod besiegt hat, dass man den sogar vernichten will, um einen Menschen zu kreieren, den man selbst erstellt, nämlich mit einem Chip und mit einer Art Untertan, Dasein, dass man sich nur noch die Frage stellen kann, wie kann man in eine solche Hybris überhaupt gelangen? Hier also das ganz deutliche Bekenntnis Gottes, ich habe nicht gefallen an dem Starken, an dem, was ihr bejubelt in euren Fernsehsendungen. Ich habe keinen Gefallen an dem, dass ihr meint,
Ihr müsst euch nach außen immer als die verkaufen, die alles können, denen alles zufällt und die alles schaffen. Und das hat man ja leider auch der Jugend indoktriniert, dass sie sich dahin ausrichtet und sagt, wir müssen es schaffen, wir wollen genauso wie die Vorbilder in den Mainstream-Medien dann auch einmal unser Leben fristen. Der Mensch hat die Welt auf den Kopf gestellt, indem er sich von Gott abgewandt hat, und jetzt gilt es wieder, den eigentlichen und den richtigen Weg einzuschlagen, nämlich die Hinwendung zu Gott zu finden. Und das wird nicht ganz einfach sein in unserer heutigen Zeit, und das wird mit ganz, ganz vielen Opfern einhergehen, denn wir sehen, dass die Menschheit nicht gewillt ist, diesen Weg freiwillig zu verlassen. Es sind immer mehr, die sich wieder nach Gott ausrichten, die erkennen, dass eine solche Gesellschaft nur dem Untergang geweiht ist und dass wir keine Chance haben, wenn wir da weitergehen, aber die einen Plan ausgeheckt haben, nämlich die wenigen, die wir Globalisten nennen oder wem sie auch zugehörig sind, die werden so leicht nicht aufgeben. Aber Gott hat mit seinem Weg damals am Kreuz schon gezeigt, wo der Sieg ist und wo das Leben eigentlich zu finden ist. Und er wird auch all jenen heute helfen, die sich engagieren von diesem falschen Weg dieser Gesellschaft, wo derjenige, der nicht zählt, einfach liegen gelassen wird und nicht beachtet wird, wo derjenige, der keine Leistung bringt, dann im Untergang irgendwo sich wiederfindet, dass die gerade wieder einen Weg ins Leben zurückfinden. Und dass diejenigen, die meinen, mit ihrer Lüge und Ungerechtigkeit, mit ihrer Verderbnis, dass sie nachjagen dem Kapital und das also auch für sich behalten wollen, dass diejenigen letztlich in den Untergang gehen werden. Eine große Ankündigung, und wir sind mittendrin, wir könnten fast sagen in dem Endspiel der Entscheidung, und deshalb möchte ich Sie einladen, in diesen Tagen und in diesen Momenten die richtige Abzweigung zu nehmen, nämlich zu dem, der sich gerade dem Schwachen, dem Ausgegrenzten zuwendet und sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ein großes Wort heute, was sicherlich uns die Realität vor Augen hält, aber auch ein Wort der Hoffnung, der Zuversicht, des neuen Weges. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Freitag und dann ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass Sie gesund sind, sonst wären Sie es bitte, und bleiben Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen, haben Sie eine gute Zeit. Herzlichen Dank für alle Unterstützung. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Reini aus den Zeitgedanken. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn
von den Freimaurern einst, war es die Gier nach Reichtum und Macht, war es der Teufel in Macht. Wir sind geboren, um frei zu sein, Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein, Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch.